In diesem Tutorial zeige ich euch eine besonders einfache Technik, um glatte Oberflächen im Handumdrehen plastisch zu gestalten und zu verwittern. So zaubert ihr zum Beispiel auf eine schwarze Pappe in wenigen Minuten so eine Betonoptik. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Für diese Anleitung braucht ihr wirklich extrem wenig. Nötig sind nur zwei unterschiedlich helle Grautöne. Ich verwende diese Farben aus dem Exo-Sortiment von AK Interactive, aber natürlich könnt ihr auch jede andere Farbe und beliebige Farbtöne benutzen. Außerdem braucht ihr noch Schaumstoff, um die Farben aufzutupfen. Dafür genügt bereits ein kleines Stückchen. Und wenn ihr eure Betonmauern dann noch mit Schmutz und Schlieren verwittern möchtet, stellt noch ein dunkles Grau und ein dunkles Braun bereit. Zum Bemalen habe ich mir den Rohbau einer Flachdachhütte geschnappt, die ich aus schwarzer Schaumpappe gebastelt habe. Die entsprechende Bauanleitung und einige Gestaltungsvarianten sind in meinem Spielplattenbuch zu finden. Ich hatte einfach noch ein paar Modelle für Bemalexperimente übrig, von daher geht es in diesem Video auch rein ums Erzeugen eines Betonlooks. Gebt eure beiden Grautöne auf eine Palette und nehmt mit eurem Schaumstoffstückchen ein klein wenig vom dunklen Grau auf. Tupft dann zunächst etwas herum, um die Farbe im Schaumstoff zu verteilen und zugleich die Farbmenge zu reduzieren. Denn es sollte nur wenig Farbe im Schaumstoff sein, damit durch das nun folgende Tupfen eine unregelmäßige Farboberfläche bzw. Struktur entsteht. Wichtig dabei ist, immer mal den Schaumstoff oder das Objekt zu drehen, damit in der Struktur nicht die Ausrichtung des Schaumstoffs zu erkennen ist. Entsprechend darf und sollte alles sehr unregelmäßig sein. Und dunkle Ecken bzw. Vertiefung müssen auch nicht unbedingt viel Farbe abbekommen. Hält dann euer dunkles Grau mit ein wenig hellem Grau auf, um die zweite Farbschicht aufzutupfen. Macht dafür gerne zunächst einen Test auf einem dunklen Untergrund, um erst dann kreuz und quer über die eigentliche Fläche zu tupfen. Geht dabei noch ein wenig weiter von den Ecken und Vertiefungen weg, um so helle und dunkle Bereiche zu definieren. Sprich, Bereiche, die nicht oder besonders stark vom Sonnenlicht angestrahlt werden. Hält eure Farbe dann nochmals auf und tupft eine dritte Schicht auf. Hierbei sollte nun immer weniger Farbe im Schaumstoff sein, damit die Struktur bzw. die Farbverläufe besonders fein und weich werden. Den vierten Tupfdurchgang macht ihr dann rein mit eurer hellsten Farbe, von der nur ganz, ganz wenig im Schaumstoff sein sollte. Tupft außerdem nur noch ganz leicht und nicht mehr so stark wie bei den ersten 1-2 Farbschichten. Und wie gesagt, nutzt zum Testen der Farbmenge am besten ein extra Stück Pappe oder dunklen Untergrund. Das war's dann auch schon. Und wer nun noch schnelle Verwitterungseffekte erzeugen möchte, kann dies mit einem dunklen Grau oder einem dunklen Braun machen. Nehmt mit einem neuen Schaumstoffstück jeweils etwas Farbe auf und tupft ca. 80-90% direkt wieder heraus, sodass beim eigentlichen Tupfen auf dem Modell wirklich nur ganz feine Dreckspritzer und Schmutzspuren entstehen. An Stellen, wo sich zum Beispiel Regenwasser sammeln und herunterfließen kann, lassen sich mit den restlichen Farbmengen im Schaumstoff dann noch Schlieren erzeugen. Dazu einfach von oben nach unten wischen, statt wie bisher zu tupfen. Und schon seid ihr fertig und eure Betonbude wäre spielbereit. Wie gesagt, diese Tupf- und Farbverlauftechnik funktioniert besonders gut, um glatte Untergründe minutenschnell plastisch zu gestalten. Egal ob aus Pappe, Plastik oder MDF. Und natürlich funktioniert das auch mit allen möglichen Farben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren und Gestalten und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!